Event. Ja, wie schon angekündigt, äh, kommen Menschen zu mir, wenn sie ihre Berufung, ihre Authentizität im Beruf und in ihrem Business leben wollen. Aber nicht nur das, ich helfe auch Menschen, ihre Allergien, chronischen Krankheiten und ja auch emotionalen chronischen Krankheiten aufzulösen. Ich habe mal eine Frage an euch. Vorab. Wer springt in der Früh mit voller Power aus dem Bett? Rechte Hand heben. Oh. Ja, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf. Ich gehe jetzt ein Stück in meiner Geschichte zurück. Also, genau vor 33 Jahren. Mit 21 Jahren hat mein Weg eigentlich als Heilerin, Coach, Mentorin, Trainerin begonnen. Ich habe damals unter einer schweren Depression gelitten. Keiner hat es zu, zu Gesicht bekommen. Ich konnte es gut verstecken. Mein Alltag war mit Traurigkeit durchzogen und ich hatte Todessehnsucht. Aber irgendetwas im Universum, nennen wir Seele, nennen wir es Quantenfeld, was auch immer, eine Energie, die wollte nicht, dass ich diese Welt verlasse. Und so kam eines Tages ein Freund zu uns und sagte: Hey, warum fährst du nicht mit dem Rad in die Arbeit? Die grünen Wiesen, das Wasser, die Sonne, das wird dir sicher gut tun. Das war meine Rettung. Und diese Todessehnsucht verschwand zwar, aber gut ging es mir noch lange nicht. Ich fasste aber den Mut, verließ meinen damaligen Mann und äh, lebte mal eine Zeit lang für mich. Einige Jahre später gründete ich dann eine Familie. Und wieder wollte eine dritte Macht oder wie man es halt auch bezeichnet, dass ich endlich in die Puschen komme. Dass ich beginne. Mit meinem Weg als Heilerin, Mentorin, Trainerin, wie es mir, wie man es auch immer sehen mag, ich, ähm, als mein Sohn acht Monate alt war, bekam ich ein schweres Nierenleiden. Es war so schlimm, dass ich mit von, mit Fieberschüben dauernd im Bett lag und mein Urin war so schwarz wie diese Bühne. Selbst der Arzt in der Praxis ist vor lauter, nicht Begeisterung, sondern Schock durch die Praxis gelaufen mit diesem Becher und hatten den Arzthelferinnen meinen Urin gezeigt. Ich habe mich damals so geschämt. Alle Ärzte sagten, ich muss damit leben. Ich muss Cortison nehmen dass ich ja alles hinauszögere und spät mit der Dialyse beginnen kann. Das war wie ein Schlag für mich ins Gesicht, ein ganz tiefer Schock. Und gleichzeitig aber in mir diese Stimme, diese Diagnose akzeptiere ich nicht. Ich habe ein kleines Kind ich war damit allein keiner verstand mich warum ich das nicht akzeptiere viele heilverfahren später behandlungen bücher ähm, ja die tiefe auseinandersetzung mit mir selbst da kam dann die heilung sozusagen meine nierenwerte waren in ordnung und ich hatte keine symptome mehr ich war das wunder der ärzte ich konnte immer schon die Energien der Menschen lesen, sie spüren. Ich sah immer schon, welche Fähigkeiten und Talente in ihnen stecken. Im August war ich, äh, jetzt im August, heuer 2022, also nicht vor langer Zeit, war ich auf einer heiligen Reise mit Wahlen. Und die Seminarleiterin hat eben auch ihren Mann mitgebracht. Und wie durch Zufall hat er für uns gekocht. Es war ein Essen total himmlisch, voller Energie und total einen außer, außerordentlichen Geschmack. Ich sagte sofort zu ihm, warum machst du nicht mit deiner Frau diese Seminare? Du bekochst die Klienten und die Energie ist einfach wunderbar. Machst du schon Kochkurse? Und er schaute mich mit großen Augen an und sagte, an das habe ich noch gar nicht gedacht. Ich habe tief in ihm was berührt. Das konnte ich an seinem Gesicht ablesen. Ich sehe und fühle dein Potenzial und die Möglichkeiten und bringe den Stein ins Rollen. So helfe ich Menschen zu entdecken, was ihnen in ihnen steckt und es dann auch in die Welt bringen. Natürlich nur, wenn sie es wollen. Ich wollte immer mehr für die Menschen, bis heute. Ich wollte immer, dass sie ihre Berufung leben. Es beflügelt mich, wenn du deine Träume in die Realität bringst. Es beflügelt mich, wenn ich dir zeigen kann, wie viel mehr du eigentlich bist. Und das hat mir eben auch gezeigt, wenn du deine wahre Berufung in die Welt bringst es unendlich viel Spaß und Freude macht, dass du dann wieder morgens mit Freude aus dem Bett springst. Das ist dann diese Authentizität im Business, diese wahre Positionierung, dein sogenanntes Warum. Kein aufgesetzter Satz, kein Ding, was gerade am Markt boomt. Warum? Weil, wenn du das nicht lebst, was du liebst, wird es anstrengend. Es wird sozusagen zur Plage, etwas für dein Business, für deinen Beruf, für dein Unternehmen zu tun. Kennst du das? Posten, live Seminare, Newsletter, Buchhaltung, alles das Ding. Einfach anstrengend. Authentizität ist aber nicht nur diese Positionierung, sondern, wenn, sondern auch wenn du deines lebst, nicht überlegen musst, wie komme ich überhaupt an, wie kommen Kunden zu mir, wie gewinne ich Kunden. Ich zeige meinen Kunden, wie sie sie selber sein können, wie sie sich erlauben, so zu leben, wie sie wirklich wollen wie sie selbstbewusst ihr Business und ihr Leben führen. Eigentlich ist es ja die Authentizität des Lebens. In Wahrheit bist du alles. Dein Business, deine Familie, dein Umfeld, deine Freunde. Deshalb ist es wichtig, in allen Lagen deines Lebens das zu leben, wer du bist. Dazu bedarf es ein tiefes Tauchen in dich selber, zu deinem Kern, zu deiner Essenz, obwohl du vielleicht schon dein Business lebst oder gerade am Anfang stehst. Wie drückst du wirklich aus, wer du bist? Wie sehr traust du dich zu leben, wer du bist? Wie sehr traust du dich zu zeigen? Wer du bist. Wie sehr sind wir oft angepasst, um Kunden zu gewinnen, um zu gefallen? Oft schauen wir beim anderen, wie machen dies. Ah, das funktioniert. Ja, das mache ich jetzt auch. Oder wie dein Lehrer gesagt hat, dass du deine Methoden, die du gelernt hast, einfach machen sollst. Und Wahrheit. Weißt du, wer du bist? Oder glaubst du nur zu wissen, wer du bist? Es ist alles gut, was du gelernt hast. Aber mach dein eigenes draus. Ergänze es, mach es anders, bring dich zum Ausdruck. So, dass du jeden Tag das Gefühl hast, du weißt, ja, das bin ich. Lebe so, dass jeden Tag diese Erfüllung ist. Dann bist du... Der Magnet. Die Kunden kaufen nicht dein Produkt, die kaufen deine Energie. Wahrheit, wo kaufst denn du? Bei einem Verkäufer, der zu dir sagt, da ist der Käse. Oder bei einem Verkäufer, der sagt, den müssen sie probieren, diesen Käse. Der ist sicher nach ihrem Geschmack. Bei einem Verkäufer, der den Käse liebt, der ihn schon gekostet hat, der total überzeugt von diesem Käse ist, der begeistert ist, es zu verkaufen und eine Freude hat über den Käse, am liebsten würde er ihn selbst essen. Sie kaufen deine Energie und sie merken genau, wenn du nicht echt bist wenn du was zu sein versuchst, was du nicht bist. Wenn du nicht ehrlich bist. Ehrlich meine ich, wenn du nicht deine tiefsten Abgründe kennst. Wenn du dich belügst und etwas Aufgesetztes lebst. Du bist dein Business. Dein Unternehmen, dein Beruf, wie auch immer. Es ist nichts außerhalb. Es ist etwas, das in dir entsteht und durch dich ins Leben kommt. Dieser Kern, diese Essenz, wie komme ich nur zu dem? Was bedeutet eigentlich dieses Tieftauchen in mich selber? Es bedarf dazu eines guten Bezugs zu deinem Körper. Es bedarf eines tiefes Auseinandersetzen. Mit deinen Gewohnheiten. Es bedarf eines hinter deine Muster zu schauen. Es bedarf zu fühlen, mit welcher Energie du schon hierher gekommen bist, bevor das System deine Eltern gesagt haben, so läuft's. Es bedarf in jedem Moment ein Ja zu dir selber. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und in deinem Business. Es bedarf, dass du dich anerkennst, liebst und respektierst. Es bedarf aber auch, dass du deine Wände und Schutzmauern einreißt. Und es bedarf eines Glaubens an deine Fähigkeiten, deinen Weg zu gehen. Warum? Dein Ausdruck, deine Frequenz, deine Schwingung und wir wissen, dass alles Energie ist. Ist das, was du anziehst, deine Kunden, deinen Erfolg, dein Geld, was auch immer? wenn du da nicht ganz die Wahrheit kennst von dir selber und das lebst, was du in Wahrheit bist, wirst du aus deinen Glauben setzen und deinen Programmen manifestieren und eben nicht aus deiner Wahrheit. Um dir jetzt diesen Kern, diese Essenz ein bisschen näher zu bringen, von dem ich die ganze Zeit spreche, habe ich für euch eine kleine Übung mitgebracht. Ihr habt auf euren Tischen so kleine Diamanten. Ich bitte, dass jetzt jeder seinen Diamant in die Hand nimmt. Ich muss da ein bisschen so machen wegen dem Licht. Und wer keinen Tisch hat, es sind genug auf den Tischen äh, da. Ja, hat jeder jetzt schon einen Diamant? Haben alle einen? Ja, verteilen, das ist cool. Ihr könnt euch zwei nehmen, wenn genug da sind. Sehr gut. Wunderbar. Alle einen Diamanten. Wunderbar. Sehr gut. Diesen Diamanten brauchen wir am Ende der Übung. So, ich bitte euch nun, hier ganz zu fühlen. Ihr könnt es auch, ich lade euch ein, einfach die Augen zu schließen, wenn ihr wollt, und mich auf dieser Reise zu begleiten einfach hier mal ganz an, alles was bis jetzt war und noch sein wird, das lass er mal weg, für jetzt, für diesen Moment, das kannst du nachher wieder aufnehmen. Erlaub dir deinen Körper zu spüren, wo du jetzt gerade sitzt oder vielleicht stehst. Genau, und mit einer tiefen Ausatmung oder Einatmung, wie es auch für dich passt, kommst du ganz hier an. In deinem Körper. Mit jeder Ausatmung kommst du tiefer in deinen Körper. Du nimmst dich hier, jetzt, ganz wahr. Und gleichzeitig spürst du, wie du diese tiefen Wurzeln hast, tiefen Wurzeln, die aus deinen Fußsohlen in die Erde reichen. Und deine Atmung fließt automatisch ein und aus nach deinem Rhythmus. Alle Ansichten, die du da jetzt hast, alle Bewertungen, alle Glaubenssätze und Programme, was das jetzt wohl sein mag, diese Reise, lass sie einfach fallen. Widme dich dir selber, jetzt in diesem Moment. Du kannst dir auch vorstellen, wie du ein Seidenkleid runterfallen lässt oder du steigst aus dem Wasser empor, wo all diese Bewertungen, Ansichten, Glaubenssätze einfach abfließen. Du fühlst dich einfach ganz sicher und wohl hier. Und gleichzeitig merkst du, wie sich dein Energiekörper, wie du dich ausdehnst. Auch wenn du einen Nachbarn hast, dehn dich einfach aus. Nimm dir den Raum und deinen Platz. Erlaub dir, dass du dich ausdehnst in alle Richtungen: nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, nach vorne und nach hinten. Wir schaffen dir jetzt deinen Raum und du kannst dich noch weiter ausdehnen. Vielleicht merkst du schon, dass du größer bist als dieser Raum. Erlaubs einfach. Es bedarf nur einer Erlaubnis. Du musst jetzt gar nichts machen, nur dieser Energie zu folgen. Und du bist jetzt schon größer, vielleicht als jetzt, wo wir sind, als Wien, als Österreich. Und mit deinen Schwupps dehnst du dich aus, so groß wie die Erde ist. Und darüber hinaus. Und du nimmst wahr, wie schön eigentlich diese ganze Galaxie, wie dieses Universum vor dir liegt. Und das bist auch du. Und gleichzeitig bist du aber hier und hast tiefe Wurzeln in die Erde. Und dein Atem fließt ganz automatisch. Und du merkst, wie Licht zu dir kommt von allen Seiten. Und du nimmst es einfach an, erlaubt dir das zu empfangen. Das ist wie eine Dusche jetzt für dich. Dein Körper genießt es, dieses Licht zu empfangen. Alle Gedanken oder alles, was auftaucht, kannst du einfach in dieser Energie fließen lassen. Und du bist gleichzeitig ausgedehnt, tief verwurzelt und umsorgt. Plötzlich merkst du, wie du auf einer Wiese stehst. Unter deinen Fußsohlen fühlst du das Gras. Es ist ein Gras, das du noch nie gefühlt hast. Es ist ganz anders. Und diese Energie, dieses Grases, fließt durch deine Fußsohlen in dich. Es ist so wunderbar, so angenehm. Du bist voller Freude über diesen neu über diese neue Empfindung. Und du erlaubst dir aber auch, das noch intensiver wahrzunehmen und es richtig zu genießen. Dieses Licht, das zu dir fließt und diese Energie, die über deine Fußsohlen in deinen Körper kommt, von diesem wunderbaren Gras. Und gleichzeitig nimmst du auch die Sonne wahr, die hier scheint. Und das ist auch ein Licht, das du noch nie wahrgenommen hast. Eine Sonne, die du noch nie gefühlt hast. Jetzt. Du nimmst diese Energie, diese Sonne und erlaubst dir das auch im Körper zu empfangen. Es ist einfach nur angenehm hier. Du gehst einige Schritte weiter auf dieser Wiese und du genießt es so richtig, auf dieser Wiese zu gehen. Und jetzt merkst du wieder zu einem Wasser kommst, einen See, der vor dir liegt. Und der zieht dich magisch an. Du willst da unbedingt hin zu diesem See. Und so ist es, dass du die Füße mal reinhältst oder die Hände und spürst, dass das auch ein Wasser ist, das du noch nie wahrgenommen hast. Einzigartig, wieder so wunderbar. Und das Wasser zieht dich so an, dass du gerne in dieses Wasser hineingehst, hineingleitest. Und du bist halt so, so begeistert von dem Schwimmen in dem See. Du gleitest da hinein, du schwimmst und hast das Verlangen, einfach da tief zu tauchen. Und zwei Wasserwesen begleiten dich auch noch zu deinem Schutz. Du bist nicht alleine. Du tauchst somit tief in diesen See hinunter. Es macht dir irrsinnige Spaß und Freude. Und du siehst auf diesem Grund eine Kiste. Und du weißt, diese Kiste möchtest du haben. Du tauchst tief, du kannst sogar unter Wasser atmen, weil es ja ein einzigartiges Wasser ist. Und du holst dir diesen Schatz, diese Kiste, deine Schatzkiste an die Oberfläche. Die Wasserwesen helfen dir da und tragen dir diese Kiste auf diese Wiese. Du gleitest auf dem Wasser und bist im Nu trocken, weil es ja ein außergewöhnliches Wasser ist. Und du machst diese Kiste auf. Jetzt. Wow, das ist der Kern, der Essenz. Das bist du. Das ist deine Energie, deine wahre Energie. Nimm es wahr. Egal welche Form, welche Farbe, welche Struktur es hat, nimm es einfach nur wahr. Das bist du in Wahrheit. Die Größe, die du da bist. Das ist deine Uressenz, das ist dein Kern. Und du bist ja begeistert und erlaubst einfach, dass dieser Kern in dein Herz fließen darf. Du öffnest es und weißt, dass es genau das jetzt das richtige ist. Dein Schatz, deine Größe, deine Wahrheit. Du hast ihn jetzt in deinem Herzen. Und gleichzeitig merkst du, wie sich diese Energie, die da zu dir gekommen ist, diese Form, diese Struktur über deinen ganzen Körper ausbreitet. Selbst über deine Körpergrenzen, in deine Aura, in dein Energiefeld, wie du es bezeichnen, bezeichnen möchtest. Und du weißt auch gleichzeitig, es ist für immer da. Es geht nie wieder weg. Du hast es jetzt. Es ist in deinen Zellen, in deinen Körper, in deine Struktur. Ja. Yeah. Du hast den Diamanten in deiner Hand. Und diese Energie ist auch in deinen Diamanten. Gleichzeitig, du gibst nicht diese Energie in deinen Diamanten, du behältst sie dir. Und gleichzeitig ist die Energie in deinem Diamanten. Für immer jetzt, ewig. Diese Essenz, dieser Kern. Leg ihn irgendwo hin, vielleicht wo du ihn sehen kannst. Vielleicht tragst du ihn auch bei dir, wo du dich daran erinnerst, wer du in Wahrheit bist, diese Größe, diese Möglichkeiten, wo du nie daran gedacht hast, dass du immer davon begleitet bist und dass du weißt, das bist du. Dankeschön.